Recht herzlich willkommen zur vierten Folge von This War of Mine. Der vierte Tag. Katja ist zurück. Ich habe sehr viele Dinge gefunden, was für eine Nacht. Okay, letztes Mal hatte ich ja gesagt, dass dieser Anfang auch anders sein kann. Wir haben aber Glück gehabt, es ist genauso gelaufen. So. Ich würde mal sagen, Katja geht als erstes schlafen. Wen haben wir hier? Haben wir Pavel. Was ist mit Bruno? Na, das ist Katja, das ist nicht Bruno. Der ist müde und hungrig. Mal ein bisschen rauszoomen. Unsere drei Helden. Das können wir nicht machen, weil uns das Gemüse fehlt. Na, dann müssen wir einfaches Essen machen. Und das müssten wir aber zweimal machen. Das heißt, wir müssten erstmal Feuerholz opfern. Herstellen. Ja, was machen wir hier? Gute Frage, ne? Gucken wir erstmal da. So, Bruno macht das Essen fertig. Pavel hat geschlafen. Bruno ist hungrig. Ha? Wo ist unser Essen geblieben? Wir haben noch gerade... Ach ne, wir haben Holz gemacht. Wir haben kein Essen gemacht. Ja, alles klar. Hier hätten wir die Möglichkeiten, das zu verbessern. Ja, sollten wir das sofort tun? Das ist die Frage. Auf der anderen Seite, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Warten wir noch mit. Nein, Bruno macht Essen. Pavel, sollen wir hier nochmal gucken, oder wer das auch immer ist. So, da können wir jetzt zweimal Essen machen, das werden wir auch tun. Das macht Bruno. Pavel ist hungrig, der kann gleich dann was essen. Das können wir nicht upgraden, die Werkbank. Da gucken wir hier nochmal rein, aber wir können hier auch noch nicht ganz viel machen, ne? Wasserversorgung können wir hier aufbauen. Die haben wir auch noch nicht, ne? Ich will das jetzt nicht bauen. Sorry, aber ich glaube, wir machen mal hier erstmal diese Sache. Die stellen wir erstmal her, wir brauchen nämlich Wasser. Die bauen wir hier einfach hin, denke ich mal. So, Bruno kann schon mal was essen. Oh, da kommt jemand an unsere Tür. Da ist jemand an der Tür. Bruno, er hat gegessen. Dann lass uns gerade mal an der Tür schauen. Wir haben hier noch irgendwo eine Geschichte gehabt, oder? Katja. Ich bin weit herumgekommen. Weiter herumgekommen als meine Freunde und Verwandten. Ich habe Berühmtheiten getroffen und die Leser fanden meine Interviews lustig und prägnant. Aber wenn ich versuche, mein Erlebnis niederzuschreiben, dann kann ich es nicht. Ich möchte meine Verwandten finden und sie umarmen, statt über sie zu schreiben. Ich wünsche, ich hätte sie öfter gesehen. Okay. Naja. Ja, Pavel baut da gerade was auf. Ja, ich komme ja schon. Danke fürs Aufmachen. Ja, kein Problem, wenn das alles ist. Ah, jetzt habe ich natürlich Katja angewählt, die noch müde ist. Pavel geht mal was essen und Bruno, der fragt danach. Retten Sie Menschen aus eigenen gestürzten Gebäuden. Zum Glück sind Sie hier. Eine Granate hat ein Haus weiter unten in der Straße getroffen. Menschen sind im Schutt begraben. Bitte helfen Sie mir dabei, sie da rauszuholen. Jede helfende Hand wird gebraucht. Wir werden für die Verletzten ein notdürftiges Krankenhaus in meinem Haus errichten. Ich habe ein paar Betten, um medizinisch zu behören. Werden Sie helfen? Warten Sie eine Sekunde, weil ich glaube, der Bruno ist nicht der Ideale dafür. Dann würde ich lieber ihn noch was essen lassen. Pavel geht dann mit. Dann ist es zwar nicht ganz so toll, aber anders geht's nicht. Bruno ist müde. Wir haben gerade nur ein Bett, ne? Ja, sieht so aus. Dann kann er schon mal runtergehen oder er geht hier hin. Ah, weißt du, was Bruno macht? Bruno macht erstmal nochmal was zu essen. Und
Pavel geht mit. Ja, geh du mal mit. Wir müssen unseren Nachbarn helfen. So, was haben wir hier? Bücher verbrennen wir nicht. Machen wir hier noch einen. Ne, zwei wären das. Machen wir aber nur einen. So, die Uhr läuft da oben noch. Was ist mit Katja? Die ist noch müde. Zufrieden. Oh, da kommt noch was Neues. Wir mussten unseren Nachbarn einfach helfen. Sie werden wahrscheinlich das Gleiche für uns tun. Ja, das sehe ich auch so. So, Katja ist dann hungrig. Bruno kocht dann noch einmal Essen. Wir haben kein Wasser mehr. Super. Gut, dann müssen wir einen Filter machen. Katja geht dann hoch. Und was macht Katja dann? Gute Frage. Den Filter kriegen wir auch nicht mehr hin. Uns fehlen Teile. Super. Das heißt, wir brauchen unbedingt Wasser. Shit. Und dann geht hier natürlich auch nicht mehr. Nein, das haben wir auch aufgebraucht, weil wir das gebaut haben. Hm. Wir müssen aber hier auch noch was flicken, ne? Okay. Wir sind also sehr ungeschützt. Was können wir sonst noch machen? Gute Frage, ne? Bruno, guck doch mal. Hier können wir nichts machen. Ja, und hier ist, glaube ich, auch nichts mehr möglich, oder? Wir können noch weiter Feuerholz machen. Aber das Holz müssten wir auf der anderen Seite auch wieder für was anderes sparen. Dann sollte Bruno vielleicht schlafen gehen. Das hat Bruno noch zu lesen. Ich bin froh, dass wir den Leuten von diesem eingestürzten Haus geholfen haben. Wir haben das Richtige getan. Genau so ist es. Katja geht hier auf dem Stuhl sitzen. Ja, ich glaube, wir haben hier im Haus schon alles erledigt, was wir machen können. Das heißt, wir können rein theoretisch hier weiter Tag beenden machen, ne? Schön wäre, wenn Bruno jetzt... Entschuldigung. Wenn Bruno jetzt ausschlafen würde noch, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das so pur essen kann. Geht das auch? Ich glaube, das geht auch, ne? Aber sie ist zufrieden, ist zwar hungrig, aber lass das mal für eine Nacht, müssen wir da durchkommen, denke ich. Wenn ich jetzt auf Tag beenden drücke, weiß ich nicht, ob Bruno noch aufschläft. Aber es ist auch nicht mehr viel Zeit. Hm. Wir werden sehen. 6:50, 7. Vielleicht klappt das ja noch, dass er ausschläft. 7 Minuten 10. 7 Stunden und 10 Minuten. 30. 40. 50 und die Nacht kommt und da steht noch müde. Er ist noch weiterhin müde. Er wird aber Wache stehen. Und Katja wird plündern gehen. Und wir gehen definitiv nochmal zur Autowerkstatt, weil da noch genug ist. Obwohl, ja, da gibt es auch noch eine große Menge Lebensmittel. Wir brauchen Wasser, das wollen wir hoffen, dass wir es irgendwie kriegen. Wir nehmen aber nur einmal Medizin mit und gucken, dass wir Wasser tauschen können. Ja, das Restliche kann ich jetzt nicht mitnehmen, weil das bringt uns auch nicht weiter, ne? Komm, plündern wir. Habe ich die Autowerkstatt angewählt? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es verpennt. Nein, wir sind da. Ja, komm, geh mal hoch. Ich weiß nicht mehr, was da war, aber wir werden es holen. Ich glaube, da war einmal Biomüll. Oder? Ja, Bestandteile. Können wir mitnehmen. Passt. Das verlassen wir und dann gehen wir wieder hier runter. Dann wollen wir mal schauen, dass wir ein gutes Tauschgeschäft machen, oder?
Da kommt er. Dann gehen wir doch da mal hin. So. Er hat Wasser. Und es ist wirklich verdammt beeindruckend. Oh, der hat 4 Filter. Die nehme ich alle mit. Munition, wir können uns einigen. Munition will ich jetzt noch gar nicht in dem Maße haben. Wir können uns einigen, gut. Und das ist wohl ein Scherz. Das reicht nicht. Versuchen Sie es nochmal. Gut, dann müssen wir noch was wegtun. Gut, wir können uns einigen, aber was mir viel wichtiger ist, ist, dass wir das noch kriegen. Das reicht nicht. Das ist ein beeindruckendes Angebot. Das ist großzügig von uns. Das ganze Wasser haben wir jetzt. Das reicht nicht. Gut, wir können uns einigen. Dann haben wir nochmal 8 Bauteile. Wir müssten uns Nahrung machen. Wir haben Wasservorräte dann. Ja. Und den Restfelder gehen wir plündern, denke ich. Kriegen wir nochmal Holz? Nein, das geht nicht mehr. Gut, dann schließen wir jetzt den Handel ab. Gucken wir, was wir noch kriegen können. Hier ist ja noch was. So, 2 Felder haben wir noch frei. Ja, und nehmen wir die 4 Teile, ne? Dann verlassen wir das hier, aber gehen nochmal weiter. Ich weiß nicht mehr, was da war. Gucken wir da gerade nochmal vorbei. Ist ja kein Problem. Da geht nichts mehr. Oh, da ging noch was. Okay, das geht nicht. Da war auch noch was. Ja, und das war's dann. Gut, wir haben Wasser. Das war unser Hauptproblem, was wir, glaube ich, hatten. Und, ja. Wo ist sie? Kommt sie? Ja. Wir sind hier lange noch nicht fertig. Wir können ja wieder hingehen. Wir haben auf jeden Fall jetzt gute Dinge, die wir brauchen. Wasser haben wir. Wir können weitere Filter benutzen. Das sind 4 Filter und ich glaube, pro Filter gibt es 4 Wassereinheiten. Das wären 16 Wassereinheiten. Das reicht erstmal für eine ganze Weile. Wir haben das Gemüse, können also 2-mal Essen kochen. Und natürlich auch 1-mal. Aber das ist eigentlich ideal. Ja, gut. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.